So, Leute, es hat zwar ewig gedauert, bis ich kapiert habe, warum ich das Fahrzeug nicht konfigurieren kann, aber warum habe ich jetzt einen Level 5, 6, 7, 8 Panzer? Den T-44FL. Warum besitze ich den? Ich weiß noch nicht mal, wo er ist. Was war denn das für einer? Ist das ein Deutscher? Was ist das für einer? Das macht mir Angst. Ich finde ihn nirgendwo. Deswegen gehen wir einfach mal rein mit ihm. Das aktuelle Fahrzeug ist nicht bereit. Scheiße! Ich weiß nicht, warum das aktuelle Fahrzeug nicht. So, Leute, ihr habt gerade gesehen, welche Fahrzeuge noch drin sind. Wer schnell gucken konnte, der kann schnell gucken. Wir sind mit einem 4-3000 dabei. Das ist ein Italiener, glaube ich. Wir fahren einfach mal den Großen hinterher. Irgendwo sind auch T1 und alles unterwegs. Keine Ahnung, ich kenne mich ja mit Panzern, kenne ich mich nicht so aus. Wir haben 237 Munition dabei. Ja, versteckt bin ich gut. Würde ich mal sagen. Als kleiner Panzer ist es ziemlich leicht, sich zu verstecken. Wir werden mal ein bisschen taktischer rennen, würde ich mal sagen. Aber wir brauchen noch Punkte. Also kurz vor Ende werde ich wohl losfahren. Und auch noch ein paar Punkte zu machen. Obwohl, auf der Map kann man sich bestimmt gut verstecken als kleiner Panzer überall. Und es haben sich sehr viele von uns da hinten noch versteckt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jedenfalls, ihr wisst jetzt, es gibt ab sofort wieder mal ein Upload Gedöns, Upload Liste. Ich komme mit keinem Panzer ran. Ah, hier hinten ist irgendwo ein. Ach, da hinten. Ja gut, an den kommen wir aber auch nicht ran. Also ich komme ja in keinem Panzer ran. Alter, wohin fallen die denn? Für mich sieht das aus, als ob die überall rumbacken. Ich würde schon mal gern wissen, ob der hier... Also stark wird er zwar nicht sein. Hier hinten wird irgendwie so eine coole noch sein. Das muss wehtun. Ja, Kette kaputt. Scheiße. Wo ist der andere? Oh, scheiße. Das war doch mal geil, Leute. Oh, ist das geil. Das war taktisch echt gut, hier hinten zu sein. Da kommt noch ein kleiner Fiat. Ich weiß nicht, ob ich dahinter komme. Ah, da kommt er, da kommt er. Ah, scheiße. Da war ist eine Mauer. Ja. Ah, ist zu spät. Oh, schade, fahre ich leider nicht. Den werde ich nicht treffen können. Das ist eine Munitionsvergeudung.
Also taktisch waren wir noch nie unterwegs, Leute. Ich bin gerade so extrem konzentriert hier. So konzentriert war ich noch nie in dem Game. Also hier haben wir noch einen T1 irgendwo. Dahinter ist noch der ein Fiat. Aber wir haben auch schon ein paar Leute verloren. Bloß auch die ganze Zeit einen Stellungskrieg zu machen, bringt ja auch nichts. Bloß mit dem Fiat, da habe ich keine Chance. Die Rad... Die tun mich ja gleich wegrotzen. Aber ich würde mal sagen, der ist relativ stark. Also, dass er so stark ist, hätte ich jetzt doch nie gedacht. Irgendwo da hinten, da ist noch einer. Das war zu spät gesehen. Das ist der T1. Aber was die auch für einen kleinen Lauf haben, der Fiat. Warum hat denn der so einen kleinen Lauf? Das kapiere ich ja gar nicht. Da ist er weg, der T1. Der Medium 1 ist auch noch hinter mir. Oh, jetzt kommen sie zum Vorschein. Jetzt kommen sie zum Vorschein. Die letzten drei sind auf der Map, deswegen, Leute. Obwohl, kommen wir von vorne raus. Ja! Das ist scheiße, wenn die Kette mir jetzt hier mitten auf dem Felde zerreißt. Das ist richtig, richtig scheiße. Komm, jetzt sind nur noch zwei Panzer. Ein Fiat, der ist hier oben auf dem Berg. Und der T1, nee, FT. Was ist ein FT? Ja, Achtung bei... Ja, gut. Zwei fucking Panzer gegen drei. Ach du Scheiß, wir sind nur noch zu dritt. Aufpassen, hier vorne ist irgendwo. Ah, erschrocken! Da hinten. So. Ja. Oh fuck.
Da hinten war er. Oh. Fucking Leute. Aber dass wir so verdammt lange durchgehalten haben, das hätte ich nie gedacht. Oh, und der hängt so scheiße hier drinne. Obwohl, ist das scheiße? Das ist gut. Der hat eigentlich nur noch diese Fläche, wo sie an ihn anschießen können. Der hängt fest. Der hängt fest, Leute. Ich glaube, damit haben wir verloren. Er kann nicht nach unten schießen, so ja, oder er kann wirklich nur in dieser Höhe vielleicht schießen. Ich würde mal sagen, wir haben verloren. Oh, jetzt da unten. Ja, das kann er vergessen, das kann er nicht erwischen. Das kann er nicht sehen und das war's. Wie gesagt, verloren haben wir richtig, richtig gut, wie wir aber durchgehalten haben, würde ich sagen. Ein paar Mal getroffen schon. Durch den einen Fiat, der hinter uns war, war die größte Scheiße, aber gut, man kann ja nicht alles haben. Und ich würde mal sagen, Leute, das war's mal mit diesem Wort. Wenn euch der ganze Pod gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Wenn ich einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Ganze gefallen hat oder nicht. Ui. Die ist natürlich gut, die Reserve. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.